Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, und herzlich willkommen vom 17. Volksschlager Open Air auf dem Heiteren zu Zofingen. In dieser Sendung zeigen wir Ihnen die schönsten Momente, ein Best-of mit ganzen Haufen Schlager, volkstümlicher Musik und einer super Stimmung. Schon auf den ersten Blick macht's in mir Klick. Von Kopf bis Fuß hast mich hypnotisiert. Schon was passiert. Ja, also ich bin ja das erste Mal hier dabei in Zofingen und das war absolut seit der ersten oder ab der ersten Sekunde Gänsehautgefühl. Es waren so viele Menschen da, es haben so viele mitgefeiert und ich habe gar nicht mehr gewusst, wo ich genau hinschauen soll. Es war einfach nur echt granatenmäßig cool. Ich bin ja mittlerweile sehr, sehr viel in der Schweiz und ich fühle mich da so wie daheim. Es schaut so ähnlich aus, die Kuchel ist gleich gut wie bei uns. Und ich muss auch sagen, die Musikrichtung kommt hier gleich gut an wie in Österreich. Und ich finde es immer so süß, wenn die Schweizer dann sagen, ja, die Melissa mit Handörgeli. Die Schweizer machen immer alles noch viel süßer und ich freue mich immer wieder da zu sein. Und das war aber heute das größte Fest in der Schweiz, wo ich dabei sein habe dürfen. Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals auf Hawaii. Ging nie durch San Francisco. Also es war wirklich unglaublich. Also alle haben mitgemacht, alle haben mitgeklatscht, mitgesungen. Wir haben auch so viele Leute gesehen, die ganzen Texte mitgesungen haben. Auch von Songs, die jetzt gar noch nicht, irgendwie ein Lied auf das Leben, unsere neue Single, noch gar nicht so lange draußen ist. Und ja, wir sind nicht so oft in der Schweiz und wir merken immer mehr, dass wir immer mehr in die Schweiz wollen, weil das Publikum einfach so gut drauf ist. Tanz, ich sage euch, tanz. Vor allem aus der Reihe. Hebt eure Stimme. Ich hatte das Gefühl gehabt, dass die uns von der ersten Sekunde, als wir auf die Bühne kamen, uns genommen haben, wie wir waren so, und die haben uns akzeptiert und die haben sofort mitgemacht. Die waren sympathisch, sind offen und die haben einfach Lust zu feiern. Die leben das Leben. Durch die Straßen mit den Lichtern der Stadt. Wir singen ein Lied auf das Leben, auf das Glück unserer Zeit. Wir leben diesen Moment, auf dass es immer so bleibt, dass es immer so bleibt. Ich wollte mit dir ein ganzes Leben. Jetzt stehe ich hier allein im Regen. Ich hab beides verloren, den Freund und meine Liebe. Glaub einfach. Eine ganz besondere Stimmung. Normalerweise kennt man die Schweizer als reserviertes, vorsichtiges Volk, aber wenn man da in diese riesige Menschenmenge schaut, es ist jung und alt, alle feiern gleichzeitig sozusagen. Das kenne ich eigentlich von Österreich, Deutschland nicht. Da sind entweder nur die Jungen oder nur die Mittleren oder nur die Älteren, aber da irgendwie sind alle auf einem Haufen. Es ist natürlich eine geniale Atmosphäre auf dieser Bühne mit diesem Publikum. Ein Publikum, das total gemischt ist, von ganz jung bis ein bisschen älter. Und es ist ein Privileg, wenn man als Moderator da auf der Bühne stehen darf, ein so vielseitiges Programm präsentieren darf und natürlich auch immer ein bisschen von der Musik der Kollegen mitnehmen darf. Ein Wunder und
Ein blondes Wunder, ja. Ja, ich werde es gleich erleben, muss ich sagen, was da gleich passiert. Ich werde mich bemühen, wie immer. Ich wundere mich immer, dass die Kollegen, die hier singen, immer so Titel von anderen singen. Sie müssen mit meinen Liedern auskommen. Also ich singe nur meine Titel. Sind ja genug im Laufe der vielen Jahre. Insofern hoffe ich, dass das alles gut ankommt. Unendlichkeit, Abenteuer und die Liebe pur. Wie ein Komet in Richtung Ewigkeit, bis unsere Träume sich berühren. Von hier bis zur Unendlichkeit, unter Sternen bis zum Paradies. Wir singen Zicki und Zacki und Zicki und Zacki, für Träume nochmal zusammen sein. Kommt, wir singen ein bisschen. Ja, sensationell. Ich meine, das ist ein Publikum, wie man es sich nur wünschen kann. Also die sind voll dabei, konzentriert, kennen deine Texte und sind einfach euphorisch und auch für jeden Spaß zu haben. Und das ist natürlich toll, als Künstler so auf dieser großen Bühne stehen zu dürfen. Weißt du, was du für mich bist? Du bist der wundervollste Mensch in meinem Leben. Ja, es ist ein Traum, hier zu sein. Du siehst 8000 Menschen. Die freuen sich, ob es regnet, ob es schneit, ob die Sonne scheint. Und das ist einfach ein Erlebnis für jeden Künstler. Weißt du, was du für mich bist? Du bist der wunderschönste Engel, der auf Erden lebt. Weißt du, warum das so ist? Weil in meinem Leben du einfach alles bist. Ja, für dich geh ich nochmal durchs Feuer. Sind einfach die Lieder und die Art, wie wir uns geben und wie wir unsere Konzerte gestalten. Ich denke mal, dass die Menschen eben die Texte mögen, die aus dem Leben stammen. Nicht nur, muss ich sagen, auch mehr Disco Fox haben wir auf dem Album. Und es ist da dermaßen eingeschlagen und wir können nur dankbar sein, egal in welchem Land, ob das Deutschland, Österreich oder Schweiz ist, und da mit CD und DVD auf den ersten Platz zu kommen. Ich glaube, es gelingt nicht jedem. Und da sind wir ganz besonders stolz drauf und bedanken uns ganz, ganz herzlich bei all unseren Fans. Und wenn ich in deine Augen sehe und ich flieg, 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 wie ein Flieger, bin so stark, 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 wie ein Tiger und so groß, 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 wie eine Giraffe so hoch. Oh, 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 und ich zahle. Und ich spring, spring, spring immer wieder. Und ich schwimm, schwimm, schwimm zu dir rüber. Und ich nehm auf der Brücke Clara, da liegt die Barbara ganz da drum von ihrem Haar. Und sie hofft, Clara, dass noch oft, Clara, er sie drückt, Clara. Ja, wir waren schon öfters mit dabei, wie du richtig sagst, und wir haben so manche Bühnen in der Schweiz schon betreten, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Zofingen ist einfach ganz was Besonderes und ist wirklich auch, es war auch heute wieder eine Wahnsinnsstimmung und eine Wahnsinnskulisse, muss man da sagen, wirklich. Und wir haben auch Glück mit dem Wetter gehabt, dass so ein super Wetter gewesen ist, also die Schweizer und Schweizerinnen, die waren halt wirklich gut drauf.
Ja, also für mich eines der lässigsten Festivals in der Schweiz. Von der Professionalität her eigentlich das professionellste, weil es einfach, du hast nur mit Profis zu tun, auf der Bühne, hinter der Bühne. Und es ist auf jeden Fall eine riesen, riesen Veranstaltung und es ist immer wieder super dabei zu sein. Sieben Sünden bist du mir wert, sieben Sünden noch viel mehr. Denn du bist der Wahnsinn, der mich das der Bahn bringt, das halte ich nicht aus, darum sag ich zu dir. Sieben Sünden in einer Nacht, 17 Jahre, blondes Haar, so stand sie vor mir. Merci, merci, merci für die Stunden, Jerie, 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 unsere Liebe war schön, so schön. Es hat alles bestens funktioniert, die Stimmung ist gut, das Wetter passt, ausverkauftes Haus, was will man mehr? Hat es euch gefallen? Einen riesen Applaus für alle Künstler! Ohne Crew! Mittendrin. Stars hautnah wurde Ihnen präsentiert von Melodie TV. Mehr Volksmusik, mehr Schlager, mehr Natur.